Hallo zusammen. Das mit dem Würfel gerade war natürlich ein Spaß, als ich gesagt habe, vielleicht wissen meine Kunden, denn meine Kunden wissen, wie es mit dem Würfel funktioniert, weil ja jeder einen Würfel hat, aber für alle mal, die noch keinen Würfel haben. Also am Würfel möchte ich symbolisch verschiedene Dinge darstellen. Ich bin immer für Symbole und Bilder, denn bei Symbole und Bilder kann man sich Dinge ganz leicht merken. Also mal ein Beispiel mit dem Würfel. Sechserwürfeln bedeutet, dass ich keine faulen Kompromisse eingehe und Vierer, Dreier, Zweier jeden Tag zulasse, ob in der Partnerschaft, ob bei Mitarbeitern, ob bei Idealkunden, ob welchen Dingen auch immer, sondern dass wir lernen, konsequent auf den Idealzustand und auf den Sechser einzuwürfeln. Zweites Beispiel. Wenn wir eine mathematische Formel mal ansetzen und sagen, wer nicht würfelt, ist die Chance, einen Sechser zu bekommen, null, dann können wir ja die hochmathematische Rechnung anstellen. Der, wo würfelt, ist die Chance, einen Sechser zu bekommen, größer null. Also im Klartext, wenn die Menschen nichts tun, jammern, nörgeln, in der Opferrolle sind, dann würfeln sie nicht, also kommt auch kein Sechser. Und genau solche Dinge können wir ideal beim Würfel ableiten. Und da gibt es noch viele, viele Beispiele von mir. Und wenn das näher interessiert, was es da noch für Beispiele gibt und wer da gerne mal drüber reden möchte, der darf mich gerne mal persönlich anschreiben. Alle guten Wünsche für euch. Herzlichst, Ulrich Semne.